Moin moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. In dieser Sendung geht es um Mittelerde und einen Schatz, um ein Mädchen und ihre Katze und um einen Krankenwagen und einen Delfin. Bei Mittelerde und Schatz dreht es sich natürlich um Der Herr der Ringe, genauer gesagt um Gollum. Das Mädchen mit der Katze treffen wir im Puzzle-Plattformer Planet of Lana. Ja, und woher ist jetzt der Krankenwagen und der Delfin? Na, aus Lego 2K Drive natürlich. Hä? Siehst du gleich? Okay. Die Welt der Funracer ist groß und bunt, wird aber seit Jahrzehnten hauptsächlich von einem dominiert: Mario Kart. Zahlreich waren die Versuche von anderen großen Marken, sich neben dem Kartkönig einen Namen zu machen. Auch wenn die meisten davon Fälle für den Schrottplatz waren, kam hier und da doch ernstzunehmende Konkurrenz hervor. Eine davon war für viele Lego Racers aus dem Jahr 1999. Nach einem eher mittelmäßigen Nachfolger und knapp 22-jähriger Pause versuchen es die rasenden Klemmbausteine nun mit Lego 2K Drive erneut. Anders als bei der Mario Kart-Reihe gibt es hier einen Story-Modus. Zu Beginn des Spiels werdet ihr als namenloser Niemand in die bunte Welt von Bricklandia geworfen. Da hier absolut jeder den Sky Cup Grand Prix gewinnen möchte, wollt ihr das natürlich auch. Um daran aber überhaupt teilnehmen zu können, müsst ihr erst eine Reihe kleinerer Rennen gewinnen und vor allem euren neuen Erzfeind Shadow Z besiegen. Ich werde dich sowas von fertig machen! Gut, wirklich originell und spannend ist die Story nicht. Dafür ist sie mit zahlreichen Zwischensequenzen und ulkigen Charakteren aber ziemlich nett verpackt. Und natürlich darf dabei der klassische Lego-Humor nicht fehlen. Entschuldigung? Du liebe Zeit! Auch wenn der Humor charmant wie eh und je ist, hat er uns aber weniger zum Lachen gebracht als die letzten Lego-Titel. Fairerweise zählen wir aber nicht unbedingt zur Hauptzielgruppe von 2K Drive. Macht aber nichts, denn genug Slapstick und Wortspiele zum Schmunzeln gab's für uns trotzdem. So wie hier, Area 50 Fun. Viel wichtiger ist schließlich auch der Fun beim Fahren. Und da treffen die Bausteine bei uns direkt ins Schwarze. Die Rennen sind flott und oft ziemlich chaotisch, auf eine gute Weise. Das liegt zum einen an den verschiedenen Gegenständen, die ihr während der Fahrt benutzen könnt. Mit zielsuchenden Raketen ballert ihr zum Beispiel eure Gegnerinnen und Gegner von der Strecke oder mit Spinnennetzen macht ihr sie kurz bewegungsunfähig. Klingt nach rotem Panzer und Bananen und genau das ist es auch. Finden wir aber nicht wirklich schlimm, denn da wäre noch die Schadensmechanik, die perfekt zu Lego passt. Je mehr Schaden euer Fahrzeug nimmt, desto mehr Teile verliert es. Um es wieder zu reparieren, müsst ihr Lego-Objekte am Wegesrand zerstören und deren Einzelteile aufnehmen. Die wilde Zerstörung ist zudem sinnvoll, da sich so eure Boost-Leiste schneller wieder auffüllt. Dadurch wird nicht nur das perfekte Fahren auf der Strecke belohnt, sondern auch, wenn ihr euch abseits der Piste wie totale Rampensäue verhaltet. Eine weitere Mechanik ist das Transformieren eures Fahrzeugs. Je nach Untergrund wechselt euer fahrbarer Untersatz zwischen einem Rennauto, einem Geländewagen und einem Boot. Das funktioniert nahtlos und ohne euer Zutun, wodurch die Rennen schön abwechslungsreich sind. Ob ihr dabei einen schnittigen Rennwagen oder lieber ein Hühnchenmobil verwendet, liegt ganz bei euch. Trotzdem solltet ihr gelegentlich einen Blick unter die Haube werfen. Denn nicht nur das Gewicht eures Fahrzeugs hat Auswirkungen auf das Fahrverhalten, sondern auch die individuellen Werte. Dabei gibt es aber keine perfekte Bauanleitung, denn jede Karre hat auch Nachteile. Dadurch waren wir jedenfalls motiviert, uns durch viele verrückte Konstruktionen zu testen. Sollten euch die etlichen freischaltbaren Fahrzeuge nicht zusagen, ist das auch nur halb so wild, denn wie man es von einem Lego-Rennspiel erwarten würde, könnt ihr in der Werkstatt eine eigene Karre zusammenbauen. Der Baumodus ist dabei so umfangreich, dass eurer Kreativität, bis auf die räumliche Beschränkung, kaum Grenzen gesetzt sind. Um aber wirklich herauszufinden, was mit dem Baukasten möglich ist, haben wir unsere besten Bastlerinnen und Bastler versammelt und ihnen jeweils 30 Minuten Zeit gegeben, einen möglichst coolen Schlitten zusammenzustecken. Also, auf die Steine, fertig, los! Starten wir doch erstmal mit einer Base. Mach mir erst meinen Fahrersitz und Lenkrad und bau drumherum. Also ganz wichtig bei einem Delfin ist die Unterbodenbeleuchtung. Wie lang ist denn das? 1, 2... 3, 4, 6, 8, 10, 12 Buchstaben lang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zählen ist schon wichtig bei Lego immer. Ah nein, stopp, zurück, zurück, weg. Nee, nein, nein. Alter. Ah. Geh da ran, Alter. Komm. Komm schon. Es ist echt ein bisschen frickelig. Okay, das sieht doch schon mal sportlich aus. Zack, zack, zack. Jetzt machen wir eine Unterbodenbeleuchtung in lila.
Dann wird es die werden, aber... Oh, nee, hier. Oh, das ist doch schnittig. Ach, hier gibt's noch so extra Spoiler. Ich werde bekloppt. Es ist halt einfach sehr viel Auswahl, ne? Man muss erst mal kurz durchdenken, was passt denn überhaupt zu dem, was ich hier als Form erzeugen... Oh, das ist eine Kieme! Achso, das gibt's durchsichtig sogar noch mit Farbe. Es ist ja abgefahren. Hier, komm, dann bleiben wir gleich im Stil. Genau, den will ich haben. Zack, den baue ich hier mal zwischen. Zack, zack, zack. Wie mache ich den Schwanz überhaupt? Zack, zack, zack. Zack, zack. Es sieht ein bisschen nach Delfin aus. Nee. Zack, 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 zack und zack. Wie kriege ich denn da noch einen Hotdog drauf, ey? Zack, zack. Bäm, das ist echt nicht schön. Ja, also hier sehen wir jetzt natürlich den Red Devil 3074. Markant natürlich die Windschnittigkeit hier vorne, eine richtig schöne Fließfront. 12 Auspuffrohre, damit die gesamte Power des V18-Motors ihre volle Wirkung entfalten kann. Also wie man unschwer erkennen kann, habe ich mir ein kleines Krankenwägelchen gebaut. An diesem roten Kreuz, was sehr prägnant natürlich im Vordergrund steht, nochmal zu erkennen. Konzeptionell sehr stabil gebaut, damit ich dann auch wie ein Rambock nach vorne gehen kann und dadurch auch die klobige, relativ einfache Form, weil nur das natürlich, also das Detail würde ja da gar keine Rolle spielen. Delfinmobil! Wir sind definitiv verliebt in den Baumodus und mit noch mehr Talent sind sogar noch kreativere Bauten möglich. Natürlich dürft ihr eure Kreation auch in allen Modi herumkutschieren. Mit anderen Teilen könnt ihr sie allerdings bisher noch nicht. Aber so schick die Eigenkreation auf der Strecke auch aussehen mag, hat sie uns nicht genug von einer Sache abgelenkt, dem deutlichen Gummibandeffekt. Egal wie perfekt ihr fahrt, so gut wie jedes Rennen verläuft gleich. Ihr liegt anfangs deutlich zurück, holt dann langsam auf und überholt in der letzten Runde, meist kurz vor dem Ziel, den ersten Platz. In der Mehrheit der Rennen trennte uns oft nur eine Sekunde vom Zweitplatzierten. Klar, so sind die Rennen auch irgendwie immer spannend, aber eine künstlich erzeugte und vor allem formelhafte Spannung bremst da auf Dauer den Spielspaß aus. Aber der Weg ist bekanntermaßen das Ziel und der führt euch durch eine offene Lego-Welt, wobei die streng genommen auch nur halb offen ist, da die einzelnen Biome nicht miteinander verbunden sind. Das stört uns aber wenig, denn die Welten sind trotzdem schön groß und abwechslungsreich. Vor allem sind sie aber eines, vollgepackt mit Aktivitäten. Neben den Story-Rennen warten zum Beispiel überall verschiedene Herausforderungen auf euch. Das können klassische Zeitrennen oder Drift-Challenges sein, aber auch sowas wie Zerstört alle Pilze oder Rocket League mit einem riesigen Ei. Solche Missionen lassen sich übrigens nahtlos beim Erkunden der Welt starten und auch einfach abbrechen, was für einen schönen Spielfluss sorgt. Daneben gibt es auch zahlreiche Nebenquests, bei denen ihr mal entlaufene Schweine von der Autobahn sammeln oder auch Tower-Defense-mäßig eine Alien-Invasion verhindern müsst. Klingt nach einem Schlaraffenland für Klemmbaustein-Cruiser. Gäbe es da nicht diese eine nervige Sache: Levelgrenzen. Leider kommt ihr im Laufe der Story häufiger an den Punkt, an dem ihr erst weiterspielen könnt, wenn ihr ein bestimmtes Level erreicht habt. Anfangs fällt diese Levelgrenze noch recht human aus und ist schnell zu erreichen. Gegen Ende werden die Grenzen aber schon fast frech. Dann werdet ihr dazu gezwungen, stundenlang Aktivitäten abzugrasen oder alte Rennen zu wiederholen. Wenn wir dann zum 30. Mal irgendwelche Tierchen suchen oder Schmuggler-Sally hinterherjagen müssen, wird umso mehr deutlich, wie häufig Missionen recycelt werden. So nett die meisten Spielchen noch sind, wenn wir massenhaft dazu gezwungen werden, vergeht der Spaß schnell. Nein, na vielleicht doch. Aber zum Glück gibt es ja auch noch abseits der Story die Möglichkeit, gegen andere Spielerinnen und Spieler zu fahren. Das geht entweder online oder zu zweit im Splitscreen. Wie viel Fun das machen kann, schauen wir uns am besten an, indem zwei unserer Bauköpfe von vorhin in einem knallharten Duell gegeneinander antreten. Bitteschön. Ich habe eine Beschleunigung wie ein Traktor, ey. Was bist du denn? Was gerade? Ich bin genauso, wo ich war, aber ich hab kurz gespaced. Spiders. Oh, nee. Hast du den abgekriegt? Ja, natürlich. Geil. Was, mit Achter? Wie ist das denn passiert? Spiders. Okay, Fünfter. Ach so, okay. Du bist jetzt richtig konzentriert, du pöbelst gar nicht. Was soll das? Ich kann nicht pöbeln, wenn ich mich konzentriere. Ich merk's. Das ist literally what I said. Außerdem habe ich keinen zum Anpöbeln vor mir. Wo bist du?
Glückwunsch, Jannis. Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie viel Spaß man haben kann, müssen wir noch eine etwas weniger spaßige Sache ansprechen. Die Mikrotransaktion. Auch wenn der Ingame-Shop eher unaufdringlich im Hintergrund existiert, sind seine Angebote einen kritischen Blick wert. Hier gibt es neben einem Season Pass, Figuren und Fahrzeugen natürlich auch eine Premium-Währung, die gegen Echtgeld erworben werden kann und dann für eine Transaktion erst in die Ingame-Währung Brickbucks umgewandelt werden muss. Während Figuren umgerechnet zwischen 2 und 3 Euro kosten, landen die schickeren Karren schon eher bei knapp 10. Solche Preise allein sind bei einem Vollpreisspiel schon weniger schön. Noch schlimmer finden wir aber, dass es im Shop außerdem exklusive Lego-Teile gibt, die ihr zum Bauen benutzen könnt. Dadurch hatten wir noch mehr das Gefühl, dass uns etwas weggenommen wurde. Brickbucks lassen sich zwar auch im Story-Modus erspielen, aber natürlich ist das Spiel dabei nicht gerade spendabel. Bisschen unmenschlich. Ja, perfekt ist LEGO 2K Drive nicht. Vor allem die Levelgrenzen im Story-Modus und die Gummiband-KI haben uns häufiger als uns lieb war die Spannung und Motivation genommen. Auch der Ingame-Shop hätte bei einem Funracer, der hauptsächlich an eine jüngere Zielgruppe gerichtet ist, nicht sein müssen. Den Fun hat uns all das am Ende aber nicht genommen. Das Spielgefühl hat genau die richtige Menge Chaos und der umfangreiche Baumodus dürfte alle Klemmbaustein-Fans glücklich machen. Auch wenn der Thron von König Mario Kart auch dieses Mal nicht ins Wanken gerät, ist das Genre doch um einen weiteren spaßigen Kandidaten reicher geworden. Moin ihr Lieben, ich bin zurück aus der Sonne und heiße euch herzlich willkommen zu den News. Sony PlayStation hat sich im eigenen Showcase jetzt etwas in die Karten schauen lassen und die haben wir für euch mal zusammengefasst. Vorgestellt wurde unter anderem ein neues, vorher bereits als Gerücht kursierendes Handheld mit dem Codenamen Project Q. Wer eine mobile PS5 erwartet, sei aber gewarnt. Das Gerät kann nur in der Nähe eurer PS5 und im selben WLAN genutzt werden. Davon abgesehen zeigte sich Alan Wake 2 in einem ersten Gameplay-Trailer, in dem neben dem Schriftsteller auch eine spielbare Protagonistin eine Rolle spielt und der 17. Oktober als Release-Termin genannt wird. Das rasante Action-RPG Phantom Blade Zero führt die bisher vorrangig auf mobilen Geräten verbreitete Serie auf die große und dank Unreal Engine 5 sehr schicke Bühne der Current-Gen-Hardware. Wenig überraschend, weil schon lange erwartet, wurde jetzt auch endlich das Remake zu Metal Gear Solid 3 Snake Eater offiziell gemacht. Wenn auch mit einem recht wenig aussagenden Trailer. Zumindest wissen wir jetzt aber, dass es kein PlayStation-Exklusivtitel ist. Sehr klassisch wirkte der Trailer zu Assassin's Creed Mirage, das aber Fans der Serie aufhorchen lassen könnte. Ab 12. Oktober darf wieder gemeuchelt werden. Destiny-Studio Bungie zeigte außerdem einen zwar inhaltlich dünnen, aber dafür sehr stylischen Trailer zum Escape from Tarkov-ähnlichen Extraction-Shooter Marathon, das eine alte Marke des Studios reanimiert. Zum ersten Mal gab es auch Spielszenen zu Capcoms Action-RPG Dragon's Dogma 2, das einige spektakuläre Bilder zu bieten hatte. Gleiches gilt für Spider-Man 2, dessen fast 11 Minuten langer Trailer ein ordentliches Action-Feuerwerk abbrannte, neue Moves und den inszenatorisch schicken Wechsel zwischen Peter Parker und Miles Morales zeigte, aber mit Herbst 2023 auch nur ein grobes Release-Fenster nannte. Neben diesen größeren Namen gab es auch noch interessante kleinere. Neva wird das neue und anscheinend nicht weniger ästhetische Spiel des Gris-Studios. Sword of the Sea versucht mit Sandhoverboard ganz eindeutig in die Darling Journey nachzustellen. Der philosophische Puzzler The Talos Principle 2 folgt dieses Jahr fast 10 Jahre nach dem ersten Teil und das schicke Survival-Spiel Towers of Agasbar war mit seinem facettenreichen Gameplay eine kleine, aber feine Überraschung. Auch wenn der PlayStation Showcase abgehakt ist, gibt's ja bald noch mehr. Statt der abgesagten E3 stehen im Juni einige andere Shows an. Auf welche freut ihr euch am meisten? Schreibt's gerne in die Kommentare. Hier geht's jetzt aber erstmal weiter mit dem Ticker. Spiel mit der Macht. Ubisoft arbeitet seit 2021 an einem neuen Star Wars Open World Spiel, bekannt unter dem Codenamen Project Helix. Jetzt wurden Gerüchte laut, dass das Star Wars Abenteuer bereits in diesem Fiskaljahr, also bis April 2024, veröffentlicht werden soll. Vielleicht erfahren wir schon bei der Ubisoft Forward am 12. Juni genaueres. Zwischen den Zeilen. Nach den Leaks war es still um GTA 6, doch jetzt bringt es ein Finanzbericht wieder ins Gespräch. Aus dem Report von Publisher Take-Two geht hervor, dass für das Geschäftsjahr 2025 große Spieletitel und gesteigerte Einnahmen erwartet werden. Zu der Beschreibung könnte auch GTA 6 passen. KI boomt. Blizzard entwickelt anscheinend eine eigene KI, mit der unter anderem das Erstellen von Concept Art deutlich beschleunigt werden soll. In einer internen Mail schreibt Chefdesigner Alan Atom, dass sich zukünftig die Art und Weise ändern könnte, wie Spiele entwickelt und verwaltet werden. Schockschwere Not. Laut eines aktuellen Leaks soll die Entwicklung des vierten Bioshock-Teils im vergangenen Sommer bereits zum vierten Mal neu gestartet worden sein.
2019 wurde das Spiel zum ersten Mal angekündigt. Den inoffiziellen Quellen zufolge ist es zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sicher, ob es jemals erscheinen wird. Neuanfang. Lars Gustafsson, der frühere Battlefield-Kreativdirektor, hat zusammen mit 4 ehemaligen Mitarbeitern von EA DICE das Studio TTK Games gegründet. Das Ziel? Den Shooter einer neuen Generation zu entwickeln. Mal schauen, ob das klappt. Mario Casino. Nintendo steht eine Sammelklage ins Haus. Die mittlerweile entfernten Spotlight-Lootboxen im Mobile-Game Mario Kart Tour belohnten Käuferinnen und Käufer mit zufälligen Belohnungen und erinnerten dadurch stark an Glücksspiel. Sie spielten dem Konzern rund 300 Millionen US-Dollar ein. Gefordert wird jetzt eine Rückzahlung an alle minderjährigen User. Zurück an den Zeichentisch. Ubisoft hat ein lang erwartetes Update zum Prince of Persia: The Sands of Time Remake gegeben, das ursprünglich 2021 erscheinen sollte. Demnach wurde die Entwicklungsarbeit von Ubisoft Pune und Mumbai zu Ubisoft Montreal verlegt, wo sich das Spiel erstmal wieder in der Konzeptionsphase befindet. Das war's dann auch schon wieder mit den News für diese Woche. Ich verabschiede mich und sage Tschüsseldorf. Nils, ja. Was weißt du eigentlich über Planet of Lana? Oh, sehr gut, dass du fragst, ja. Weil ich weiß nämlich gar nichts. Aber ich auch nicht. Aber wir brauchen jemanden, der was weiß für den Beitrag. Ja, scheiße. Wie wär's mit Alex? Alex, die Redaktionspraktikantin? Ja. Eine sehr, sehr gute Idee. Alex, übernehmen Sie. Danke. Bestimmt könnt ihr euch an Limbo erinnern. Genau, das war dieser sehr düstere Puzzle-Plattformer mit den ekelhaften Riesenspinnen und den fiesen Fallen an jeder Ecke. Stellt euch jetzt mal vor, der namenlose Protagonist des Spiels hätte sein düsteres Abenteuer gut verarbeitet, eine Katze adoptiert, seine Lebensfreude wiedergefunden und selbst ein neues Spiel entwickelt. Was dabei rauskäme, sehe wohl in etwa so aus wie Planet of Lana. Statt düsterer Gruselstimmung erwartet euch im Adventure aus dem Hause Wishfully nämlich der farbenfrohe Planet Novo und ein entspanntes Leben am Meer. Zumindest bis eine Roboterinvasion diese Idylle zerstört und die gesamte Menschheit entführt. Bis auf Lana, die sich auf die verzweifelte Suche nach ihrer Schwester begibt. Zugegeben, diese Ausgangslage klingt auch nicht uneingeschränkt fröhlich. Aber glücklicherweise sind wir als Spieler ja da, um Lana auf ihrem Abenteuer sicher durch alle Gefahren zu lenken. Klappt mal mehr und mal weniger gut. Da ist es umso besser, dass wir das Katzenwesen Mui aus einer Falle befreien, in der sie wegen eines wirklich hinterlistigen Schmetterlings gelandet ist. Als Dank unterstützt sie uns fortan nämlich mit ihrer geballten Katzenkraft. Sie knabbert gekonnt Kabel durch, erklimmt viel zu hohe Vorsprünge und schubst Dinge von Kanten. Was wie der Albtraum aller Katzenbesitzerinnen und Besitzer klingt, ist im Spiel richtig hilfreich und sinnvoll. Wir geben Mui Anweisungen, sie gehorcht, die beiden überleben. Win-win! Zur Belohnung wird sie natürlich ausgiebig gestreichelt und, hört ihr das? Sie schnurrt sogar. Tatsächlich ist die Katze mehr als nur Rätselwerkzeug. Auch wenn es wie eingangs erwähnt darum geht, Lanas Schwester zu retten, liegt der Fokus des Spiels stark auf der Freundschaft zwischen dem Mädchen und der Katze. Auf eurer Reise lernt ihr Mui kennen und weil ihr jedes noch so große Hindernis zusammen überwindet, wollt ihr sie am Ende gar nicht mehr gehen lassen. Eines können wir euch also versichern, die Reise wird eine sehr emotionale. Es kann eben auch ohne etliche Worte viel gesagt werden. Natürlich sind Emotionen nicht alles. Im Spielverlauf gilt es immer mehr Fähigkeiten zu meistern. Mit denen kann man andere Wesen beeinflussen, hochmoderne Tötungsmaschinen hacken, den Wasserpegel anpassen, Gegner ablenken und. Wirklich schön? Die Rätsel steigern sich über die Spielzeit angenehm im Schwierigkeitsgrad, überfordern aber nie. Angst vor Frust braucht ihr also nicht zu haben. Mit dafür verantwortlich sind die gut platzierten Checkpoints und ruhigere Passagen, in denen ihr eure Gedanken einfach mal treiben lassen könnt. Bevor wir langsam zum Ende kommen, möchten wir natürlich noch ein paar Worte zur Optik verlieren. Wenn wir euch jetzt sagen, dass es Wälder, Sümpfe und Wüsten zu erkunden gibt, klingt das natürlich nicht nach ganz großer Innovation. Weil die Areale in Planet of Lana aber mit so viel Liebe zum Detail gestaltet wurden, werden sie trotzdem zu etwas Besonderem. Alles wurde von Hand gemalt, überall finden sich kleine Details, mal beiläufig im Hintergrund, mal offensichtlicher. Vor allem die Ruinen einst hochmoderner Einrichtungen erzählen viel über die Vergangenheit und stoßen zum Nachdenken an. Wenn ihr Planet of Lana spielt, fühlt es sich in etwa so an, als wärt ihr mitten in einem Sci-Fi-Ghibli-Film gelandet. Das kunstvolle Setting, das emotionale Storytelling, die hervorragende Musik, all diese Elemente greifen sehr gut Hand in Hand. Vor allem wegen des Soundtracks war es uns deshalb auch Wumpe, dass man zwischendurch auch mal recht ereignislos mit Mui durch die Wüste trottet. Manchmal reicht es nämlich vollkommen aus, wenn mit Gefühlen statt mit dem Controller gespielt wird.
Mit knapp 5 Stunden Spielzeit ist der 2,5D-Plattformer zwar eine recht kurzweilige, aber definitiv lohnenswerte Odyssee. Und ich sag mal so, viele Spiele bleiben zwar irgendwo im Kopf hängen, doch Werke wie Planet of Lana haben sich einen besonderen Platz in unserem Herzen verdient. In den meisten Filmen sind es doch die weirden Nebencharaktere, die die wirklichen Stars sind, oder? Wer ist bei Batman der eigentliche Held? Robin? Der Joker bei Harry Potter? Hermine? Dobby bei Herr der Ringe? Gollum? What the fuck? Wusste ich noch aus Anmoderation. Die Geschichten rund um das fiktive Mittelerde und dieses runde Ding begeistern bis heute Millionen von Menschen. Da ist die große Auswahl an Videospielumsetzungen nicht verwunderlich. Immerhin bietet eine so durchdachte Fantasy-Welt viele Möglichkeiten, um Fans noch tiefer in das Universum eintauchen zu lassen. Eine Geschichte wurde aber nie erzählt, zumindest bis heute nicht. Denn das deutsche Studio Dedelic Entertainment widmet sich mit Der Herr der Ringe Gollum einem der komplexesten und tragischsten Charaktere der Reihe. Die Story beginnt kurz nachdem Gollum den Ring an Bilbo verloren hat und soll die Lücke bis zum Treffen auf die Gefährten in Moria schließen. Es dreht sich also alles um die Zeit nach Der Hobbit und vor der Herr der Ringe Trilogie. In den knapp 80 Jahren, die dazwischen liegen, war es Gollums einziges Ziel, den einen Ring wiederzufinden. Da er als einziger wusste, dass der jetzt im Auenland bei Bilbo ist, wurde er aber immer wieder eingesperrt und gefoltert. Wie Gollum diese furchtbare Zeit erlebt und vor allem überlebt hat, will Dedelic in Der Herr der Ringe Gollum erzählen. Angekündigt wurde das Stealth-Adventure schon vor ein paar Jahren, damals noch mit einem geplanten Release in 2021. Was aber folgte, war eine turbulente Entwicklung mit mehreren Verschiebungen, einem Gameplay-Trailer, der, naja, mäßige Begeisterung entfachte und ernüchternde Previews, die die Messlatte sanft wieder Richtung Boden bewegt haben. Trotzdem möchte ich mich davon aber nicht beeinflussen lassen. Lasst uns doch einfach mal zusammen reinschauen. So schlimm kann's ja nicht sein. Du hast ihn gesucht, nicht wahr? Etwas muss dich angelockt haben. Eine Stimme aus dem Land der Schatten. Lasst uns allein! Im Traum flüsterte sie deinen Namen. Nicht zu hören. Ha, das sah ja eigentlich ganz cool aus. Oh, das ist ja ein Drache. Boah, ich mag Drachen. Ja, na dann mal los. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist denn mit seinen Haaren los? Ey, keine Ahnung. Na, egal, ich kletter erstmal ein bisschen. Gaming. Sie werden es ihm sagen. Dann weiß er alles. Aber es sind zwei. Du darfst sie nicht verlieren. Aber es sind zwei. Sie werden es ihm sagen. Dann weiß er alles. Aber es sind zwei. Ich hab's nicht ganz mitbekommen. Wie viele sind's? Ich glaube, es sind zwei. Ich glaube, ich entscheide mich fürs Meergol. Also du kannst manchmal entscheiden, ob du mit Sméagol oder Gollum antwortest? Ja. Yep. Und dann hast du so einen inneren Konflikt? Yep. Hm, ist ja eigentlich ganz cool. What the f***? Gar nichts! Ihr Schwörens! Wir schwören es. Diesen Kronsturm von Gollum finde ich schon ganz gut. Wenn sie dir zu nahe kommen, spring irgendwo rauf. Okay. Was jetzt? Was machen die da?
Was macht der denn? Spannend. Alles klar. Tolle Karte. Hier riecht's nach Unfähigkeit. Warum? Warum? Weil er wird aber ganz schön viel gedisst. Kein Zwerg, auch kein Goblin. Dafür ist er zu hässlich. Er sieht aus wie eine gehäutete Eidechse. Was für eine Missgeburt ist das denn? Du bist nicht stark, du bist nicht klug, du bist eindeutig nicht klug. Blödsinn. Die Darks lauern immer noch vor unserer Haustür. Versteckt. Nicht versteckt. Versteckt. Nicht versteckt. Hä, warum bist du jetzt nicht mehr im Schatten? Da ist doch Schatten. Na, es gibt Schatten und Schattenschatten. Das ist so krasser Schatten, da sieht dich niemand. Das sieht doch ganz interessant aus. Was machst du denn noch so in dem Spiel? Naja, noch mehr Stealth. Steine schmeißen. Hüpfen. Klettern. Vieh eintreiben. Neue Vieheintreiber einarbeiten. Durch Kloaken schwimmen. Mit dünnem Mann in Kloake sprechen. Warten. Ein Ei ausbrüten. Folgen. Noch mehr warten. Mit einem Ork chillen. Noch mehr folgen. Hallo, Kamera. Oh. Oh, guck mal, ich habe was gefunden. Ist das seine Hose? Hat er die gerade ausgezogen? Und hat er da Nägel drin? Nee, sowas gucke ich mir nicht an. Geschickt. Sie werden nichts von uns hören. Nichts. Wenn sie uns dafür Brot geben. Jede Nacht ein saftiges Stück Brot. Das wird ihnen nicht gefallen. Mir auch nicht. Feuer machen, ja? Es gibt eine Frage. Viele können die mal nicht... Können die mal nicht alle gleichzeitig reden? Können die mal alle nicht gleichzeitig reden, bitte? Schön schon dunkel. Wieder. Ja. Oh. Oh. Jetzt mache ich die Stelle schon zum 10. Mal. Nicht schon wieder das Fischlied. Ganz ohne Fleisch. Fluss und Bach und flach und Teich. Auf den Tisch kommt heute ein Fisch. Ich schwöre jetzt nicht, nicht wahr, mein Schatz? Gesichter. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr bewegen. Hast du schon mal Checkpoint neu geladen? Hast du das Spiel schon mal neu gestartet? Und wenn du mal probierst, das ganze Level neu zu laden? Und der PC? Hast du den mal neu gestartet? Was ist denn mit D und neu installieren? Jo, ist da. Was gibt denn der One Patch? Nee, ich habe jetzt echt alles probiert. Ich habe keinen Bock mehr. Mach die Scheiße doch einfach. Tja, wollt ihr sonst vielleicht sehen, was ich in meiner Unterhose aufbewahre? Oh shit, bei dem ganzen Ärger habe ich fast das Fazit vergessen. Okay, es ist wirklich schade. Der Delic hat ja schon einige Spieleperlen hervorgebracht, aber Gollum, ihr habt's ja selbst gesehen, Gollum ist wirklich nicht gut. Ganz ehrlich, bei mir persönlich bleibt jetzt nur eins zurück. Die Hoffnung, dass der Delics nächstes Spiel wie frühere Titel einfach wieder glänzen kann. Abonnieren und Delfine schmusen. Fels und Stein. Auf den Tisch kommt heute ein Fisch!
kommt heute ein Fisch! Ein Fisch! Auf den Tisch kommt heute ein Fisch! Ich muss nicht diesmal! Für ihn? Hab ich nicht. Oh, ich hab vergessen, dass ich nicht gewonnen habe. Wiederschauen! Eingehauen. Nee, sowas gucke ich mir nicht an.